Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Go. Ich bin Chaos Lady. Heute geht es um das Kraftwerk-Event. Ein kleines Update. Nee, in Wirklichkeit ist es ein Riesen-Update. Seid gespannt, was alles auf euch zukommt. Am 24. Januar um 0 Uhr bis Sonntag, den 30. Januar, 10 Uhr Ortszeit, schlägt jetzt Team Go Rocket zu und möchte auch gerne wissen, was sich hinter dieser mysteriösen Tür befindet. Wahrscheinlich gibt es ja ein Pokémon und das wollen sie sich natürlich nicht entgehen lassen. Team Go Rocket schlägt wieder zu und zwar mit neuen Krypto-Pokémon. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Und zwar haben wir hier Voltoball, Endivir, Feuriegel, Kanimani, Flurmel und Hippopotas. Als Event-Boni bekommen wir das Team Go Rocket-Rüpel häufiger erscheinen und wir können mit einer Lade-TM die Attacke Frustration verlernen. Die Team Go Rocket Ballone tauchen auch häufiger im Spiel auf, so wie es aussieht, wohl alle 3 Stunden. Das heißt also, der erste kommt um 0 Uhr, dann 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 und dann wieder um 0 Uhr. Das heißt also, ohne Pokestops könnt ihr Team Go Rocket bequem von der Couch 8-mal am Tag besiegen. Das ist ziemlich krass, finde ich. Hammer. Und außerdem gibt es noch exklusive Feldforschungen an Pokestops. Die werde ich euch dann später auch noch ganz genau zeigen, was euch da genau erwartet. Wir bekommen einen neuen 5er-Raid-Boss am 24. Januar um 10 Uhr Ortszeit. Bis Dienstag, 1. Februar, 10 Uhr Ortszeit, bekommen wir Regis in den 5er-Raids. Dies kann shiny sein und hat Donner als Ladeattacke. Um Regis besiegen zu können, braucht ihr mindestens 3 Spieler. Ich würde euch aber empfehlen, immer zu 6 anzugreifen und dann 3 Level 40er mitzunehmen. Dann klappt es eigentlich ganz gut. Die besten Konter sind Reshiram, Metagross, Meistergriff, Skelabra, Lavados und Logok. Und noch besser wäre natürlich, ihr nehmt mindestens ein Feuer-Mega-Pokémon mit. Da wäre dann zum Beispiel entweder Glurak Y, Glurak X oder ein Mega-Hundemon. Hier haben wir eine kleine Übersicht, wie es mit den Raid-Bossen aussieht. Ab 24. Januar, 10 Uhr Ortszeit, ändern die sich und bleiben bis 1. Februar, 10 Uhr Ortszeit bestehen. In den 1er-Raids haben wir Shinux, Ilizeba, Pikachu, Klick und Tanhill. In den 3er-Raids haben wir Panpyro, Yugong, Keifel und Chadrago. In den Mega-Raids haben wir Aerodactyl und in den 5er-Raids Regice. Kommen wir nun zu den exklusiven Feldforschungen aus Pokestops für dieses Event. Die ersten Aufgaben haben sich nicht verändert, die gibt es weiterhin. Bei den Mega-Energien muss ich aber dazu sagen, finde ich die ganz schön selten und aber lange nicht so selten wie die 2 Aufgaben, die wirklich als selten angekündigt worden sind. Und außerdem muss man hier nicht einen Schnappschuss machen, sondern 2 Schnappschüsse. Aber eigentlich ist das völlig egal, wie viele Schnappschüsse man machen muss. Wenn man ja ein und dasselbe Pokémon mehrmals fotografiert, ist die Aufgabe ja erledigt. Ihr müsst ja nur ein Elektro-Pokémon in der Wildnis finden. Kommen wir nun zu den Aufgaben, die jetzt neu dazugekommen sind durch Team Go Rocket. Da haben wir Laufe 2 Kilometer für ein mysteriöses Teil, damit ihr euch schneller ein Team Go Rocket Radar zusammenbauen könnt. Und besiege 2 Team Go Rocket Rüpel für Rettern, Glibunkel oder Pionskora oder fange 5 Pokémon für 2 Hypertränke. Außerdem wurde der 12 Kilometer Eierpool geändert, damit habe ich auch nicht gerechnet und war etwas überrascht. Und zwar haben sie Baldorfisch entfernt und haben Iskalar und Algit hinzugefügt. Die Häufigkeit der Pokémon aus den 12 Kilometer Eiern hat sich auch verändert. Und zwar ist Absol von ganz oben nach ganz unten gerutscht und es gibt auch eine 2. Kategorie. Das heißt, es könnte schon sein, dass man Ganoville und Pampam viel häufiger in den 12 Kilometer Eiern bekommt als jemals zuvor. Und wo bekommt man die 12 Kilometer Eier her? Die bekommt ihr von einem Team Go Rocket Boss, wenn ihr den besiegt habt und einen freien Platz in eurem Eierbeutel habt. Als nächstes zeige ich euch alle Team Go Rocket Rüpel und Bosse deren Teams. Hierbei muss man aber dazu sagen, dass die Daten noch nicht vollständig sind. Hier muss noch einiges gesammelt werden. Hierbei würde mich natürlich interessieren, ob ihr denn eine Info von mir haben möchtet, wenn denn diese Sammlung dann doch vollständig sein sollte.
Ich erkläre euch nochmal kurz, wie diese Infografiken funktionieren. Ganz oben steht der englische Satz, was der Team Gerocketrüpel kurz beim Kämpfen sagt, damit ihr wisst, was euch so erwartet. Die Pokémon, die einen Pokéball besitzen, können später eventuell gefangen werden. Die Team Gerocket-Bosse bekommen zwar auch andere Pokémon, aber man muss dazu sagen, dass sich auch ein paar Pokémon wiederholen, weil wir die eigentlich schon mal hatten. Wobei ich jetzt aber nicht hundertprozentig weiß, welche Pokémon davon denn schon wirklich ein Team Gerocket-Boss hatte. Ich glaube, Kindwurm gab es schon mal als Team Gerocket-Boss Starter-Pokémon, dass man das fangen konnte. Aber bei Quapsel und Teddy Ursa bin ich mir aktuell nicht sicher. Das Interessante ist ja, dass Team Gerocket-Bosse ein Krypto-Pokémon in Shiny haben kann. Bei den Rüpeln ist es leider nicht der Fall. Krypto-Kindwurm ist tatsächlich ein sehr interessantes Pokémon. Deswegen kann ich auch gut verstehen, warum es vielleicht schon wieder zur Verfügung steht. Es ist tatsächlich das stärkste Krypto-Drachen-Pokémon mit zwei Drachenattacken. Man braucht aber dazu auch die Event-Attacke Wutanfall, um hier wirklich den maximalen Schaden pro Sekunde rausholen zu können. Das war das kleine Update zu dem Kraftwerk-Event. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Falls ja, lasst gerne ein Like da. Wenn ihr weitere Videos nicht verpassen wollt, abonniert meinen Kanal. In der Videobeschreibung findet ihr noch weitere Kanäle von mir, wie zum Beispiel meinen Twitch-Kanal, wo ich sehr häufig streame. Wenn ihr den YouTube-Algorithmus unterstützen wollt, schreibt gerne noch einen Kommentar. Falls euch nichts einfällt, nehmt gerne ein paar Emotes. Ich würde mich sehr darüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Batsch!